Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir Grundkenntnisse vermitteln möchte bei einer Textverarbeitung, nämlich Word 2016. Und da sollst du insbesondere lernen, wie man eben eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, Diplomarbeit oder Seminararbeit erstellen kann. Und hier sind wir jetzt beim 24. Video angelangt und da geht es darum, Seitenumbrüche einfügen zu können. Und Seitenumbrüche einfügen kann man insofern recht einfach. Man geht an und für sich mit dem Cursor dorthin und an der Stelle wird einen Seitenumbruch erzeugen. Wie das dann mit Formatierungszeichen ausschaut, das siehst du hier. Das heißt, wenn ich hierher gehe, wird dieses Formatierungszeichen eingeblendet. Und genau das entsteht dann auch, wenn du einen Seitenumbruch erzeugst. Gehen wir an eine andere Stelle. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel noch, bevor hier die Überschrift erstes Märchen kommt, einen Seitenumbruch erzeugen. Das heißt, das soll auf einer neuen Seite dann der Fall sein. Ich gehe hier dann in dem Fall auf Layout, auf Umbrüche und habe hier mehrere Möglichkeiten. Am besten ist es bei einer wissenschaftlichen Arbeit, dass man hier mit Abschnitten arbeitet. Das heißt, man unterteilt dann einen Text in mehrere Abschnitte. Die kann ich dann zum Beispiel unterschiedlichen Seitenrändern versehen. Ja, und ich mache das jetzt hier. Ich gehe auf Umbrüche, Abschnittsumbrüche auf der nächsten Seite. Und wie du siehst, wird hier dann diese Überschrift, erstes Märchen, dieser Text dann genau danach dann, nach unserem Seitenumbruch dann angezeigt. Du siehst hier dasselbe, wie wir es vorhin schon gehabt haben. Da steht hier Abschnittswechsel, nächste Seite. Und dieses Formatierungszeichen wird nicht angezeigt, wenn du es ausdrucken möchtest. Du kannst es dir auch sehr einfach ausblenden. Hier, wenn du dieses umgedrehte P in der Registerkarte Start entfernst. Wenn ich jetzt fragst, okay, wie kann ich das wieder rückgängig machen? Du musst dann für sich nur im Cursor hergehen, drückst die Entfernen-Taste und schauen, ist er dann wieder verschwunden. Und so kannst du dann dementsprechend dann auch die Seitenumbrüche dann in Word 2016 einfügen. Danke für die Aufmerksamkeit.